Wir haben immer schon die Trümpfe unserer schönen Region, das Elsass, unterstrichen. Unsere Weine mit ihrem einzigartigen Geschmack sind das Resultat ihrer Geschichte, ihrer Kultur und ihrem vielfältigen Terroir. Unser neuer Weinkeller hat eine wunderbare Dachterrasse mit einem herrlichen Panoramablick auf die Weinberge, die Rheinebene, die Berge. Ein Mosaik der Vielfältigkeit unserer Region. Ein wunderschöner Ort in einer wunderschönen Gegend, die wir lieben und in der es sich gut leben lässt. Unsere Familie lebt seit 1720 vom und für den Weinbau. Um die Jahrhundertwende wurde Josef als ein Modell mit seinen beispielhaften Weingärten, seinen qualitativ hochwertigen Weinen und seinem Einsatz für den elsässischen Weinbau bekannt. Wir leben in Vöcklingshofen, einem kleinen Juwel im Herzen der Weinberge, oberhalb von Colmar, der Weinhauptstadt des Elsass. In den letzten 30 Jahren lag es uns am Herzen, die außergewöhnlichen Vorzüge der vielfältigen Böden zu entwickeln. Daher haben wir unser eigenes Weingut stark vergrößert und es ist heute eines der bedeutendsten der Region. Zur optimalen Pflege unseres Weinguts arbeiten wir zu jeder Jahreszeit. Diese harte Arbeit ist Grundlage für eine gute Ernte. Unser Team, das sich dem Weinbau verschrieben hat, besteht aus Männern und Frauen, die mit uns die Liebe zu dieser Region teilen. Unser Besitz umfasst Kalkstein-, eisenhaltige, mergelige und sogar Sandsteinböden, was uns viele Möglichkeiten bietet, unsere Trauben zu optimieren. Das ist Jean-Marie, ein Pfeiler der Weinbaufamilie. 365 Tage pro Jahr wacht er über die Trauben. Die Parzelle mit dem edlen Wein von Hatschburg gehört zu diesen außergewöhnlichen Böden. Es handelt sich um eine tiefe, dichte Erde. Ein mythisches Stück Land, wunderbar auf einem sanften, in die Ebene gleitenden Hang gelegen. Unsere Zusammenarbeit mit den anderen Weinbauern hat sich auf ganz natürliche Weise entwickelt. Wir haben alle die gleichen Anforderungen an Qualität. Mit der Zeit haben sich die Kontakte sehr verstärkt. Die Männer werden Partner und oft gute Freunde. Wir geben gerne unsere Erfahrung rund um den Weinbau und den Wein weiter. Der Weintourismus besteht in erster Linie darin, unseren Beruf zu erklären. Jedes Jahr ist die Weinlese der Höhepunkt, der die Arbeit des ganzen Jahres und der letzten Jahrzehnte abschließt. Das Team muss sich zum richtigen Zeitpunkt hundertprozentig einsetzen und die Anweisungen genau befolgen. Die Weinlese bedeutet viel Arbeit. Viele Entscheidungen müssen sehr rasch getroffen werden. Alle müssen aktiv und reaktionsfähig sein. Alles spielt sich beim Weinstock ab. Die Traube muss mit dem richtigen Reifegrad geerntet werden, um gute Weine zu produzieren. Mehrere Wochen lang müssen wir alle unsere Energien aufwenden. Die Tage sind lang, die Arbeit sehr anstrengend, aber alle sind fleißig und motiviert. Aber wir teilen auch viele gemütliche Momente, um uns zu entspannen und gut gemeinsam zu essen. Wir lieben diese mit allen geteilten Vergnügen, die zum Image unserer Region dazugehören. Wir überwachen die am Rebstock geernteten Trauben bis zu den Pressen. Die Reife der Trauben wird in jedem Bottich genau überprüft. Mehrere kleine, nebeneinander stehende Pressen sowie Tanks mit unterschiedlichem Fassungsvermögen in unmittelbarer Nähe ermöglichen das behutsame Keltern jeder Rebsorte je nach geografischer Herkunft.
Unsere Ausstattungen ermöglichen das individuelle Keltern einer großen Anzahl von Trauben aus verschiedenen Herkunftsgebieten. Die Trauben werden nach Erhalt sorgfältig aussortiert. Jene aus den besten Herkunftsgebieten geben Traubensäfte, die gekeltert werden und dann getrennt reifen. Für unsere klassischen Weine ergeben die richtigen Mischungen unsere unverkennbaren hauseigenen Weine. Der Elsass-Sekt ist eine unserer Spezialitäten. Ein spezieller Keller und ein eigenes Team widmen sich ausschließlich um ihn. Zur Herstellung eines guten Sektes bedarf es Genauigkeit. Unsere Stillweine reifen in jahrhundertalten Fässern. Wir respektieren die Traditionen und das Wissen unserer Vorfahren und verbinden sie mit modernen Techniken, um optimale Qualität zu garantieren. Alle Entscheidungen, die im Keller oder in den Weingärten getroffen werden, werden der Familie unterbreitet. Unsere Unterschrift ist Cartin. Seit fast einem Jahrhundert werden unsere Weine sowohl in Frankreich als auch im Ausland geschätzt. The three main things for me when I started 20 years ago with the family Cartin is the three main things is the quality of the wine, of course, to bring them to the consumers in the Netherlands and of course the relationship with the family. Je préfère ces barriques plus grandes car elles montrent mieux le potentiel des Pinot Noirs alsaciens. In unseren Kellern heißen wir jeden Weinliebhaber willkommen. Wir bemühen uns, ihm eine einzigartige Erfahrung im Herzen unserer Gegend zu vermitteln. Gastronomie bedeutet gemeinsames Genießen. Sie unterstreicht die Qualität unserer Weine. Die besten Weine inspirieren viele Küchenchefs. Sie kreieren überraschende und geschmackvolle Speisen, mit denen sie alle Feinschmecker verführen und begeistern. Wir sind stolz darauf, die Generosität und Echtheit, alles Werte unserer Vorfahren zu erhalten. Und wir fügen unsere Kreativität dazu.